Hallo, ich melde mich diesmal etwas früher mit einem neuen Video zurück, was einen wunderschönen Grund hat. Und zwar habe ich die Special Lovely Box gewonnen und wollte die jetzt mit euch gemeinsam auspacken, beziehungsweise ich habe sie schon ausgepackt, aber ich werde sie jetzt nochmal auspacken. Und ja, sie kam schon letzte Woche an, deshalb wollte ich sie jetzt einfach schon auspacken und nicht eine Woche warten, weil ich erst heute zum Videodrehen komme und nicht so neugierig war, um zu warten. Erstmal allgemein ein paar Worte zur Lovely Box. Ihr kennt ja bestimmt alle die Seite Lovely Books. Wenn nicht, verlinke ich sie euch nochmal unten in der Infobox. Dort kann man Rezensionen lesen, online stellen, an Leserunden teilnehmen, Bücher gewinnen und alles Mögliche. Also das Vorbeischauen lohnt sich wirklich. Und seit kurzem oder vielleicht sogar schon seit einem Jahr, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, gibt es die Lovely Box zu gewinnen. Und zwar kann man die einmal im Monat gewinnen. Man meldet sich dann bei Lovely Books an und bewirbt sich auf diese Box. Und das steht immer unter einem bestimmten Thema. Das Thema wird vorab bekannt gegeben, aber man weiß eben noch nicht, welche Bücher drin sind. Und in der Regel sind drei Bücher drin und irgendwie noch Lesezeichen oder so. Bei der Box, die ich jetzt gewonnen habe, handelt es sich um eine Art Special Edition der Lovely Box. Und zwar gibt es die, da sich im August der Fischer Thor Verlag neu gegründet hat. Also Thor kennt ihr vielleicht schon aus Amerika. Der beschäftigt sich überwiegend mit Fantasy und Science Fiction und jetzt gibt es den eben als eine Art ja, Unterverlag, falls man das so sagen darf, auch bei Fischer. Und ich freue mich riesig darüber, weil ich Fantasy ja absolut liebe und schon länger auch mal mehr Science Fiction lesen möchte. Da habe ich nämlich leider noch nicht so viel gelesen, aber ich finde es immer so ein bisschen schwer zu entscheiden, mit was man anfängt, weil ich die Autoren ja auch gar nicht kenne und es ja total viel gibt, wenn man so in die Buchhandlung geht und ich da gar keinen Überblick habe. Und dank der Lovely Box weiß ich jetzt, mit was ich anfangen kann, aber ich zeige euch jetzt erstmal, welche Bücher darin enthalten waren. Achso, und falls ihr die Lovely Box nicht habt, braucht ihr nicht traurig sein. Warum, sage ich euch am Ende des Videos, dann zwinge ich euch nämlich jetzt zum Weitergucken. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Box jetzt runterfällt oder irgendwelche Inhalte der Box, weil die etwas schwer ist, aber ich versuche es mal. Wenn nicht, muss ich sie abstellen. Und das Erste, wenn man sie öffnet, ist ein Brief. Für dich steht dort drauf. Ich habe ihn jetzt natürlich schon gelesen. Da stand einfach ein bisschen was zur Box erklärt und zum Fischer Thor Verlag. Und ansonsten ist der, glaube ich, für euch jetzt nicht ganz so interessant. Dann sieht der Inhalt so aus. Es springt einem erstmal grün entgegen, meine Blockfarbe, also super. Und dann die Bücher und die üblichen Lovely Books Lesezeichen, die ihr sicher auch schon kennt. Fuchs, Eule und Esel. Und jetzt stelle ich die Box, glaube ich, doch mal ab, weil mir sonst alles runterfällt. Beim ersten Buch habe ich erst nur das Walker hier gelesen, an Walking Dead gedacht und mich riesig gefreut. Bei dem ersten Buch handelt es sich um Am Ende aller Zeiten von Adrian J. Walker. Es ist also nur sein Nachname, es hat nichts mit Walking Dead zu tun. Allerdings geht es auch um eine Apokalypse. Und zwar geht es um den 30-jährigen Edgar Hill, der ziemlich genervt von seinem Leben ist, das immer in den gleichen Bahnen verläuft, der selber Alltagstrott. Er ist Familienvater und fühlt sich in seiner Rolle nicht so wohl, möchte aus dieser Rolle ausbrechen. Und sein Wunsch wird erhört, als dann ein Asteroid auf die Erde einschlägt. Ich denke nicht, dass das so ungefähr das ist, was er sich darunter vorgestellt hat. Aber dann muss er sich eben entscheiden, ob er sich zu seiner Familie zurückkämpft, weil er nämlich zum Zeit des Einschlags nicht bei dieser Familie war. Oder ja, ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass er sich eben entscheiden muss, ob er in diesen Alltagstrott zurückkehrt oder ob er sich ein neues Leben aufbaut. Klingt ziemlich spannend, finde ich. Man musste, um die Box zu gewinnen, auch so eine Art Gewinnspiel mitmachen. Also was heißt so eine Art? Man musste ein Gewinnspiel mitmachen und musste dabei Fragen zu den Büchern beantworten. Und da hatte ich mir hier den Klappentext schon durchgelesen und der hat mich ziemlich angesprochen. Deshalb freue ich mich, dass das Buch jetzt drin ist. Das zweite Buch ist Der Winterkaiser von Catherine Addison. Ich finde das Cover einfach unglaublich schön. Also da hätte ich in der Buchhandlung auf jeden Fall auch zugegriffen. In Der Winterkaiser geht es um Elfen, das heißt, ich bin sowieso gleich hin und weg, ich liebe Elfen einfach. Und der Protagonist Maya wird zum Kaiser gekrönt. Maya ist halb Elf, halb Kobold. Und der Klappentext verrät noch nicht so viel, aber es geht eben um ja, die Intrigen und Machtspiele am Kaiserhof und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich riesig drauf und das Buch hätte ich mir wahrscheinlich auch wirklich so gekauft, weil das Cover unglaublich schön ist und mir der Inhalt bisher, also vom Klappentext her, sehr, sehr gut gefällt. Buch Nummer 3 ist von Becky Chambers oder Chambers, ich weiß es leider wieder mal nicht, wie man den Namen ausspricht. Und zwar lautet der Titel Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten und es geht um eine Frau namens Rosemary Harper, die ebenfalls von ihrem Leben genervt ist, wie schon beim ersten Buch. Allerdings lebt sie auf dem Mars und möchte ihren Heimatplaneten verlassen. Also schon mal, spielt wahrscheinlich schon mal weiter in der Zukunft als Buch Nummer 1.
Und hinten ist so ein Auszug aus einer Rezension von einem Leser drauf. Und er sagt eben, dass das Buch einem zum einen den Glauben an Science Fiction zurückgibt und zum anderen den Glauben an die Menschheit. Und in der heutigen Zeit, nachdem Donald Trump Präsident wurde, kann ich das gut gebrauchen. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf das Buch. Und ja, das hier ist definitiv dann, ich will jetzt nicht sagen, richtige Science Fiction, weil ich mich, wie gesagt, noch nicht gut genug mit Science Fiction auskenne. Aber es spielt im Universum, damit hat man mich dann eigentlich auch schon gleich. Und ja, es geht auch um eine andere Spezies, die sich Toremi nennt. Das hat mich gleich an Doremi erinnert, falls einer noch den Anime von früher kennt. Fand ich ganz witzig und bin jetzt sehr gespannt, wie die Toremi so drauf sind. Ich habe ja eingangs erzählt, dass in der Lovely Box immer 3 Bücher drin sind. In der hier waren jetzt sogar 4 Bücher drin. Und zwar war noch drin Im Schatten des Himmels von Guy Gavriel Kay. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und unten ist so ein kleiner Aufkleber drauf, der besagt, dass dieses Buch das Game of Thrones in China ist. Ich hasse erstens Aufkleber auf Büchern und zweitens die ganzen Vergleiche, die einfach jegliches Buch irgendwie mit Game of Thrones vergleichen. Ich finde es komplett unnötig und meistens stimmt es auch überhaupt nicht. Aber es spielt in China und das finde ich ziemlich cool, weil ich noch kein Buch gelesen habe, das in China spielt. Zumindest weiß ich es nicht. Und ja, Anfang des Jahres hat Lovely Books die Lovely Books Themen-Challenge gestartet. Und eine Aufgabe war, ein Buch zu lesen, das in einem, ich sage jetzt mal, besonderen Land spielt. So war es nicht formuliert. Man sollte halt irgendwie, es sollte nicht England, nicht Deutschland, nicht Frankreich, also nicht so die üblichen Verdächtigen sein. Und ich hatte kaum Bücher im Regal, die darauf irgendwie zutreffen würden. Und jetzt habe ich eins und das freut mich riesig. In Im Schatten des Himmels geht es um einen Mönch, der von der Jadeprinzessin zur Belohnung seiner Taten, was für Taten das sind, ist jetzt noch nicht genannt, Pferde bekommt. Und zwar eine ganze Menge, 250 sardianische Pferde, die wohl sehr, sehr teuer und schön sind. Und plötzlich ist er einer der mächtigsten Männer seines Reiches. Und ja, mit Macht kommt ja immer auch, geht auch immer Gefahr einher. Und ja, der Klappentext verrät noch nicht so viel, aber ich vermute auch Intrigen, Machtspielereien, wahrscheinlich viele Tote. Deshalb wird es vermutlich auch mit Game of Thrones verglichen. Und bin gespannt. Ich finde auch das Cover unglaublich schön. Also das hätte ich mir definitiv auch angeguckt. Und generell hat es Fischer Tor scheinbar sehr drauf, was Cover angeht. Weil mich sprechen alle an, auch die, die man noch online auf der Website sieht. Das war es erstmal von den Büchern, die ich wirklich alle super finde. Ich hoffe, ich komme bald dazu, sie zu lesen. Dann war noch eine kleine Taschenlampe drin, mit der ich definitiv nicht lesen werde. Dann werden meine Augen noch schlechter. Und was noch drin war, und ich freue mich riesig. Ich glaube, ich kriege es gar nicht ganz auf die Kamera drauf. Keine Ahnung, ob man was sieht, weil ich jetzt nicht in den Display gucken kann. Aber eine riesige Karte, auf der eben verschiedene Fantasy-Landschaften sozusagen verzeichnet sind. Es gibt Hogwarts, es gibt Mittelerde. So genau habe ich es mir noch nicht weiter angeguckt, aber ich habe sie schon bei Philipp von Bookwalk gesehen und war super neidisch, weil ich sie auch haben wollte. Und sie war drin und ich habe mich so riesig gefreut, weil sie auch ehrlich gesagt einer der Gründe war, weshalb ich überhaupt bei dem Gewinnspiel mitgemacht habe, weil ich so gehofft habe, dass diese Karte hier drin ist. Und ja, sie ist riesengroß und ich habe keine Ahnung, wo ich sie aufhänge, weil ich gar nicht so viel Platz an der Wand habe, aber ich werde einen Platz finden. Auf der anderen Seite, die ich mir halt nicht aufhängen werde, weil ich natürlich die Fantasy-Welt hängen haben möchte, ist noch mal so eine Art Werbeplakat für das Buch, was ich euch gerade gezeigt habe. Und es ist auch eigentlich ganz schön, weil unten so asiatische Landschaften sind, die ich euch nicht zeigen kann, weil ich zu klein bin. Aber ich würde es mir eh nicht aufhängen, weil natürlich mein verhasster Game of Thrones-Vergleich mit auf das Plakat gedruckt wurde und das mag ich nicht. Das war es jetzt erstmal zum Inhalt der Lovely Box, aber ich hatte euch ja versprochen, dass ihr nicht traurig sein müsst, wenn ihr keine Box gewonnen habt. Und zwar habe ich beim Stöbern auf der Tor-Online-Seite ein Gewinnspiel entdeckt. Es gibt 10 Buchpakete zu gewinnen, in denen diese beiden Bücher, die ich euch eben schon gezeigt habe, enthalten sind. Also könnt ihr einfach mal auf den Link in der Infobox klicken, dann kommt ihr zum Gewinnspiel bei Tor Online und dann habt ihr vielleicht auch noch die Chance, ein Buchpaket mit diesen Büchern hier zu gewinnen. Und eure Bücher sind dann sogar signiert, im Gegensatz zu meinen. Also sehr gut. Das war es auch schon wieder mit dem Video für heute. Wenn euch die Bücher, die ich jetzt gezeigt habe, nicht so gut gefallen, ihr aber Fantasy- und Science-Fiction-Fans seid, dann schaut trotzdem mal bei Tor Online vorbei. Die haben ein recht breit gefächertes Programm und wirklich einige tolle Bücher dabei. Und ja, ich melde mich dann nochmal zurück, wenn ich sie gelesen habe und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Und Anfang des Jahres habe ich bei der Lovely Books Themen-Challenge mitgemacht. Anfang des Jahres gab es die Lovely Box. Anfang des Jahres hat Lovely Books außerdem die Lovely Books. Ich habe gerade 5-mal versucht, Lovely Books Themen Challenge zu sagen und nicht Lovely Box Themen Challenge. Jetzt habe ich es hinbekommen und bin rausgekommen. Top.